Herzlich willkommen in der Nähbox. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Jetzt habe ich mal ein ganz anderes Thema, was das Nähen betrifft. Heute ist das mal ein Video für Gartenteichfreunde. Ich habe hier mir eine kleine Teichpflanze besorgt, zwei Stück davon. Eine Uferpflanze, Sumpfdotterblume. Um den Teich noch ein bisschen aufzupeppen, weil nach dem Winter und jetzt in etwas kühlen Frühjahr sind doch einige Pflanzen doch ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen. Und die sollen mir halt ein bisschen Farbe ins Ganze bringen. Und was wir dafür benötigen. Ich habe euch jetzt extra hier ein Tuch reingelegt, ein altes, um euch das einmal zu zeigen. Wir brauchen dann ein bisschen Kies. Eine Düngertablette. Und Tonkugeln. Und die Tonkugeln sind mehr oder weniger die Grundbasis für unser Pflanzkörbchen, was wir einmal brauchen. Also Tonkugeln werden dann mit Teicherde zusammen gemischt. Und Teicherde ist verträglicher für den Teich, weil es dann keine Absonderung von der Erde selber gibt. Würdet ihr die Pflanze jetzt so kompakt, wie sie hier ist, rausnehmen und einpflanzen, weil die Erde nämlich noch nicht perfekt für den Teich gemacht ist. Daraufhin mische ich das dann gleich mit Teicherde und der Tonerde zusammen. Das zeige ich euch aber in einzelnen Schritten. Nun geht's weiter. Ich zeige euch jetzt nochmal einmal den kleinen Hinweis. Solltet ihr zum ersten Mal eine Teichpflanze gekauft haben, gibt es hier immer so einen Schniepel an den Pflanzen. Ich versuche den mal rauszuziehen. Hat funktioniert. Den könnt ihr hier vorne nochmal sehen. Gelbe Sumpfdotterblume. Halbschattig, sonnig, Höhe 30 bis 50 cm und hier mit einer Linie die Wassertiefe, also von 0 bis 10 cm, wo sie eingesetzt werden kann. Hier noch ein paar allgemeine Hinweise. Meine ist jetzt sehr bienenfreundlich und von dieser Firma sauerstoffspendende Pflanzen, froschfreundlich und libellenfreundliche Pflanzen. Also immer alles Unterschied. Sauerstoffpflanzen habe ich auch. Zwei Stück, die für den Teich perfekt sind. Das nur schon mal, dass man das einmal so gelesen hat. Und für mich ist immer wichtig, eine deutsche Herkunft. Und den Gärtner oder Gartencenter eures Vertrauens. Jetzt beginnen wir einmal mit unserem Töpfchen. Ich habe ja extra jetzt einen großen Blumentopf für euch genommen. Darin werden wir jetzt die Tonkügelchen reintun. Die füllen wir einmal. Das kann weg. Jetzt haben wir die Torfkügelchen hier drin. Jetzt hole ich meine Teicherde. Extra speziell für Teichpflanzen und Uferpflanzen gedacht. Sie ist so ein bisschen trockener. Eine Konsistenz her. Ich zeige es nochmal, ein bisschen trockener. Aber trotzdem feucht. Und das mischen wir jetzt mit den Torfkügelchen. Nehmt euch da so ein paar handvolle Dinger. Jetzt können wir mal schön mit den Händen mal ein bisschen rumschmieren hier. Noch geht es, weil es noch alles relativ trocken ist. Und dann vermischt ihr das Ganze. Ihr seht, die Torfkügelchen, weil die werden sich nachher dann in dem Wasser irgendwann mal ein bisschen auflösen und sich dann mit der Erde verbinden. Ich glaube, ich gucke mir mein Körbchen nochmal von Weitem an. Können wir noch ein bisschen was zutun, dass sich das auch ein bisschen lohnt. Jetzt vermengt ihr das alles wieder. So. So. Zack. Und wenn ihr eine relativ gute Mischung habt, so wie hier, könnt ihr das dann so stehen lassen. Dann geht es nämlich gleich weiter mit unserem Pflanzkörbchen. Pflanzkörbchen habe ich geholt. Ich habe jetzt auf meiner Spüle jetzt erstmal ein Stück Pappe gelegt, dass ihr das besser sehen könnt. Hier ist das Pflanzkörbchen und so ein Pflanzkörbchen hat immer so ganz, ganz viele kleine Löcherchen. Die gibt es in rund, die gibt es in Nierenform. Das ist jetzt eine quadratische Form. Weil ich die beiden Pflanzen, ich hole mal einmal, die beiden Pflanzen eigentlich kombinieren möchte, weil ich nämlich nur einen sehr kleinen Teich habe und das dann kombiniere. Dass ein großes Pflanzkörbchen für die zwei Pflanzen dann nämlich ausreicht. Gerade haben wir ja die Torfkügelchen und die Erde zusammen vermischt.
Und die füllen wir uns jetzt hier in unser Körbchen. So weit, dass ihr im Grunde genommen gucken könnt, weil die Pflanze kommt ja gleich auch noch. Grob 2 bis 3 cm bis zur Kante auffüllt. So, wie gesagt, ist ein bisschen Schmierkram. So, jetzt habt ihr das nämlich so weit drin. Dorfkügelchen, Teicherde. Und wie gesagt, bei der Teicherde ist wichtig, nimmt auch Teicherde, weil die sich, wie gesagt, im Wasser nicht verteilt. Also sprich diesen Schleier, den ihr dann bekommt, wenn ihr jetzt eine richtige Pflanze mit richtiger Erde einsetzen würdet. Also guckt, dass ihr dann die Pflanze auch ein bisschen vorher reinigt. So, nun kümmern wir uns um die Pflanze. Wenn ihr die zwei Pflanzen habt, versucht ihr die jetzt einmal hier aus dem Topf zu kriegen, wo sie drin ist. Der Trick, den ich immer mache, ist immer so ein bisschen, so die alten Dinger können wir schon mal abmachen, ist immer so ein bisschen den Topf zu drücken. Da ist sie erst, vor kurzem ist die Erde noch relativ weich und feucht, dass man das gut machen kann. Dann habt ihr das gedrückt und merkt ihr schon, dass es locker ist. Und dann kippt ihr das so ein bisschen und dann könnt ihr die Pflanze rausziehen. Und dann seht ihr schon, dass das ein schöner Wuchs schon hat. Hat schon wunderbar Wurzeln. Ich werde jetzt nur hier oben ein bisschen abtragen, soweit es geht. Aber die ist wirklich prima in der ganzen Beschaffenheit. Könnt ihr schon ein bisschen was rausrupfen, was ihr nicht schön findet. So. Und dann habt ihr so ein Pflänzchen. Und das einmal mit der zweiten auch. Wieder das Töpfchen nehmen, drücken, drücken, drücken. Und dann könnt ihr es wieder rausdrücken. Zack. Und schon habt ihr die zweite Pflanze wieder draußen. Hier unten kriegst du schon schöne Knospen. Aber ihr werdet merken, wenn euch die Pflanze schon optisch nicht zusagt, dann lasst doch die Finger davon. Wo sie späterhin eingesetzt wird, das zeige ich euch dann am Teich genau. Jetzt versuchen wir die im Grunde genommen hier in unser Körbchen zu kriegen. Macht euch dafür eine Vertiefung. Also wie auch bei normalen Blumenpflanzen, Geranien etc. macht ihr das ja auch. Macht ihr so eine Art Löchlein. Ich habe euch ein bisschen rangezoomt. Also ihr macht euch dann hier so eine kleine... Ich schalte es ein bisschen schräg, jetzt gibt das wieder weg. So, habt ihr dann so eine kleine Kuhle. Schiebt ihr noch ein bisschen an der Seite. So, zack, zack. Drückt es ein bisschen fest. Und dann nehmt ihr euch die erste Pflanze und guckt jetzt, in welche Richtung sie im Grunde genommen sitzen soll. Dafür muss ich euch aber einmal wieder wegzoomen. Aber dafür muss ich einmal kurz wieder meine Hände freikriegen. So, nun Hände einmal kurz abgewaschen, dass ich hier das auch besser zeigen kann. Ich brauche aber noch ein bisschen Platz hier für die Pflanze. Das ist auch richtig gut. Drückt sie ein bisschen rein. Dann merkt ihr schon, dass das schon sehr gut passt. Und wie gesagt, lasst so 1-2 cm. Ein, zwei Zentimeter bis zur Kante nach oben noch frei, weil wir wollen ja auch noch die Kieselsteine verteilen. Und jetzt versuchen wir die zweite Pflanze hier auf der anderen Seite reinzusetzen. Also wieder Loch bohren, ausgraben, Pflanze reinsetzen, gucken, wie sie so sitzt. Nun habt ihr ein kompaktes, quadratisches, in meinem Fall quadratisches Pflanzkörbchen. Ich halte euch die Pflanze ein bisschen schräg. Ihr seht, ich habe hier an den Seiten knapp 1 bis 2 cm noch freigelassen. Habt sie soweit mir gesetzt, dass es schön in jede Richtung gehen. Und jetzt haben wir jetzt unsere Düngertablette. Und die setzen wir jetzt hier ganz dicht zwischen den beiden Pflanzen einfach rein. Die löst sich dann im Wasser nach und nach auf. So, ich hebe das mal einmal hoch und dann drückt ihr sie da. Ihr wisst ja grob, wo ihr sie
reingesetzt habt, die Pflanze, und drückt sie einfach richtig schön in die Erde. Wie gesagt, dicht an der Pflanze. Macht den Rest wieder zu. Dann ist das auch schon mal erledigt. Drückt nochmal alles fest. Ringsherum. Den Rand ein bisschen sauber machen. Einmal ein bisschen abwischen. Mit einem warmen Tuch. Und hier nicht die ganze Erde rummatschen haben. Nun verteilen wir ringsrum unsere kleinen Kieselsteinchen. Dafür nehmt ihr euch das Beutelchen. Ich habe mir das aufgerissen. Hebt euch die Pflanze ein bisschen. Dann könnt ihr die Kieselsteine, die ganz sachte, wie ihr seht, ganz sachte drauflegen. Sieht natürlich dann im Teich auch schöner aus. Verteilt euch das ein bisschen. Und mit verteilt meinte ich nicht auf den Boden hier. Und drückt die ein bisschen fest. Weil beim Einsetzen nachher müssen wir so ganz behutsam den Korb Stück für Stück ins Wasser setzen. Dafür mache ich das aber, dass ich in meiner Spüle sie einmal ein bisschen schon mal vortrimme oder sie dran gewöhnen lasse, dass es schon ein bisschen Wasser zieht. Steine wieder ein bisschen verteilen. Das einmal komplett rum. Nun habe ich euch einmal in der Hand hier, also es wackelt ein bisschen. Ich habe jetzt einmal den Kies wunderbar einmal auf jede Seite einmal so verteilt und so weit angedrückt, wie es passt. Habt ihr nämlich das Ergebnis. Und jetzt, wie gesagt, werde ich sie einmal bis auf die Höhe für ein paar Minütchen schon mal ins Wasser stellen, dass es schon mal ein bisschen angesogen ist und dann gleich besser in den Teich eingesetzt werden kann. So, in meinem Fall habe ich jetzt hier in der Spüle mir Wasser reingetan. Nimm meine gepflanzte Schale, setze sie hier ins Wasser. Und ihr seht, ich habe jetzt so 2-3 cm jetzt noch Luft gelassen und lasse jetzt die Pflanze für so ein paar Minütchen drinne baden, dass, wie gesagt, die Erde sich schon mal ein bisschen vollsaugt. Und ihr merkt jetzt schon, dass hier im Grunde genommen ringsrum, ich hebe sie mal einmal schon mal an, sie wird schwerer, keine Erde oder kein Schleier entsteht hier im Wasser. Und das ist das, was ich meinte, wenn ihr normale Erde nehmen würdet und die Pflanzen im Grunde genommen nur in normaler Erde gepflanzt wären. Das müsstet ihr dann sowieso entfernen und darum ist diese Teicherde wirklich prima. Sie kostet ein bisschen was, seid da auch nicht zu sparsam, weil es rächt sich hinterher. Und so habt ihr, wie gesagt, dann gleich eine schöne Pflanze im Teich, ohne dass ihr euer ganzen Teich im Grunde genommen wieder trübe macht. Wie gesagt, jetzt lassen wir die Pflanze erstmal ein bisschen ruhen. Nun habe ich euch jetzt noch mal in der Hand, also wackelt ein bisschen mehr. Jetzt habe ich die Pflanze mindestens so fast knapp eine Stunde einwirken lassen. Hole mir die Pflanze raus. Hat sich gut vollgesogen, ist schön schwer. Tue sie hier rüber und werde jetzt mit der Pflanze einmal zu meinem Teich gehen. Nun gehe ich mit euch und der Pflanze einmal zu meinem Teich. Ihr seht, soweit ist alles intakt. Die Bubiköpfe sehen ein bisschen mitgenommen aus. Ich gehe mit euch bis zur Ecke. Dann kann ich euch nämlich gut positionieren. Jetzt seid ihr richtig nah dran. Und jetzt werde ich euch gleich zeigen, wie ihr langsam die Pflanze ins Wasser lasst. Auf der linken Seite ist nämlich mein Ufer. Das sind genau die 10 cm, die ich brauche, um die Höhe einzuhalten, die die Pflanze mag. Ich zeige es euch nochmal und jetzt langsam ins Wasser einlassen, Stück für Stück, und dann überschwemmt das langsam über die Kante und somit ist die Pflanze dann auch schon fast auf dem Boden angekommen. Ihr seht, so weit ist es nicht und nun sitzt es schon so gut wie. Jetzt könnt ihr sie noch ein bisschen positionieren, wo ihr sie hinhaben wollt, und schon habt ihr euren Teich im Grunde genommen wieder eine Freude gemacht und für euch dann auch den Teich wieder verschönert. Und das war eigentlich das Ganze. Und das ist jetzt die neue Pflanze in unserem Teich.
Jetzt zeige ich euch das gleich nochmal, wie das von Weitem aussieht. Aber so von nahen ist es schon ein schöner Farbpunkt. Das jetzt von Weitem. Links schön oben die neue Pflanze eingesetzt. Der Rest schimmert auch schön. Selbst die Seerose fängt langsam an zu wachsen. Aber ihr seht, es ist nicht schwierig, eine Pflanze für einen Teich vorzubereiten und dann in den Teich einzusetzen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir einen Daumen hoch da. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr immer auf dem Laufenden bleiben wollt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal in der Nähbox. Macht's gut!